Bodo Schäfer, Rockefeller und Key Account Management. Wie hängt das zum Henker zusammen? Ich habe am Wochenende ein Buch gelesen von einem Mann, den ich sehr, sehr schätze. Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Ein Buch, was über 10 Millionen Mal verkauft wurde. Bodo Schäfer hat zwei Kapitel gerade neu überarbeitet und hat jetzt eine Aktion laufen, wo das Buch verschenkt. Also für alle, die sich mit Geld befassen, auf alle Fälle nochmal holen das Buch, wenn sie es schon haben. Oder wenn sie es noch nicht haben, auf alle Fälle lesen. Viele, viele Dinge drin, auch wenn man sich schon lange mit dem Thema beschäftigt, sind viele Aspekte, wo man nochmal sagt, hey, mache ich das wirklich? Wissen und Tun sind immer zwei große Dinge. So, und jetzt kommt das spannende Thema. Was hat aber jetzt ein Geldbuch eigentlich denn mit Key Account Management zu tun? Beim Lesen bin ich auf ein Zitat gestoßen. Das finden wir hier im Kapitel 7, der Überschrift, wie Sie Ihr Einkommen erhöhen. Und dieses Zitat stammt von dem lieben Herrn Rockefeller. Rockefeller gilt als der erste Milliardär. Wer sich ein bisschen mit Rockefeller beschäftigt, wie er auch zu diesem Geld gekommen ist, total spannend im Ölumfeld. Und ich lese jetzt mal ganz kurz vor. Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. John D. Rockefeller. Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Spannende Frage jetzt. Wo ist da die Brücke, wo ist der Zusammenhang mit Key Account Management? Schauen wir uns doch mal die wahre Welt an. Ich werde das Zitat ein bisschen drehen und dann sehen wir es relativ schnell. Wer den Tag mit operativen Dingen verbringt, hat keine Zeit, seinen Kunden, seinen Key Account wirklich weiterzuentwickeln. Wer den ganzen Tag mit operativen Dingen beschäftigt ist, hat keine Zeit, nimmt sich keine Zeit, um an seiner Account-Strategie, seinem Key-Account-Plan zu arbeiten. Wer den ganzen Tag nur Angebote beantwortet oder erstellt, nicht beantwortet, erstellt, Anfragen beantwortet, hat keine Zeit, nimmt sich keine Zeit, Anfragen des Kunden zu beeinflussen, zu letztendlich ein Stück weit in eine gewisse Richtung zu lenken. Sagen wir es mal so. Und Sie sehen jetzt vielleicht diesen Zusammenhang. Es ist zwischen wieder, bist du beschäftigt und bist du den ganzen Tag im Hamsterrad drin oder nimmst du dich ab und zu wirklich mal raus, um gewisse Dinge auch mal in Frage zu stellen, deinen Weg ein Stück weit mal wieder zu überprüfen. Ich sage immer, wir sind gerne im Key Account Management mit 180 auf der Autobahn unterwegs. Die Frage ist nur, fahren wir eigentlich immer noch in die richtige Richtung und sind wir überhaupt auf der richtigen Straße unterwegs oder sind wir einfach nur beschäftigt ohne Ende? Wie sieht es mit Ihnen aus? Nehmen Sie sich die Zeit, um immer mal wieder auch Ihre Account-Strategie, Ihren Account-Plan zu überprüfen, zu überarbeiten, anzupassen? Ich sage bewusst, nehmen Sie sich die Zeit. Und wie viel Zeit nehmen Sie sich pro Woche? Wenn Sie pro Woche irgendwo eine halbe Stunde sich dafür Zeit nehmen würden, wäre ich schon glücklich und zufrieden. Jetzt sagt der eine oder andere, das ist doch nichts. Ich sage, wenn man eine halbe Stunde wirklich mal einfach raus aus dem Tagesgeschäft, hinsetzen, nachdenken, um dann nächste Woche wieder mit Vollgas unterwegs zu sein, das wäre doch schon mal was, oder? PS. Brücke wieder zum Privaten übrigens. Wie sieht es denn aus? Wie viel Zeit haben Sie in den letzten 4 Wochen mal über Ihr Geld nachgedacht? Ich packe auf alle Fälle nochmal den Link auch zum Buch, weil es gerade die Aktion gibt, rund ums Video rein. Gerne mal reinklicken, wer möchte. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Spaß im Key Account Management. Macht's gut, Ihr Hartmut Sieg.